sieht mir aber auch teilweise echt nach Internetrückgang aus mehr. Als ja, das ist für mich aber auch so. Oh ja, aber extrem. Der Alonso ist gerade bei mir völlig abgespastet. Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zum großen Preis von China. Endlich mal wieder Road to Victory. Und zwar diesmal sogar mit einem Gast und das ist der Sven. Guten Tag. Jo, wir werden jetzt ein bisschen Koop weiterfahren. Vorab muss ich auch mal sagen, tut mir leid, dass die letzten Tage keine Videos kamen, aber vielleicht hört man es mir auch an, ich bin erkältet und die letzten Tage konnte ich nicht gut reden. Ach, nur mal kurz. Deswegen habe ich das gelassen. So, Setup. Boah, ich gehe einfach. Ich mich halt nicht vor, ist auch kein Problem. Ja, kannst gern machen, leg los. Ja, vielleicht kennt mich schon der eine oder andere. Ich habe damals mit dem lieben Markus. Was haben wir gemacht? Markus zockt, ne? Hm. Auf dem Kanal, genau. Markus, und das war richtig. Ja. Warum ist er denn schneller als ich? Bin ich echt schneller? Nein, irgendjemand ist gerade schneller. Du bist Hülkenberg. Ja, hallo. Aber die waren schon vor der Kurve überhaupt schneller. Alter, in der Geraden, was zur die Hölle viel ist das denn hier für eine Strecke? Ja, das ist China, das ist die erste Kurve, ist richtig heftig. Nee, Markus, du bist nicht besser als ich, das sehe ich jetzt nicht ein. Denn der Alonso ist vor uns. Oh Gott, die Kurve habe ich jetzt echt nicht gut bekommen. Ja, es geht bei mir gerade, ich glaube, ich bin sogar in der Spitze jetzt. Ja, ich sehe dich sogar mal, ich habe dich sonst in den zwei Rennen davor nie gesehen. Ja, man sieht ja auch nur den ersten Platzierten als Geist. Achso, egal, aber ich habe dich davor trotzdem nie gesehen. Ja, ihr müsst dazu wissen, Sven ist jetzt noch ein neuer. Ist noch ein größerer Amateur, als ich sowieso schon bin. Ja, das Spiel ist seit gestern. Der funktioniert nicht mehr. Und ich denke, wir werden das dann auch zu viert machen. Ich bin das Projekt anschließen. Ach, tue ich. Ein bisschen mit uns trainiert hat, ja, habe ich schon gedacht. Das freut mich sicher. Jetzt hat man einen Kerzschein drauf. Ich auch. Und hier der DRS benutzen, musst du dann machen. Ja, ich merk's gerade. Ich wusste ja davon nicht, wie man DRS benutzt, jetzt weiß ich's. Oh, da hab ich aber spät gebremst. Oh, was ist das denn hier für eine Kurve? Oh mein Gott! Oh Mann. Okay, ja, ich hab auch extrem spät gebremst, also das habe ich jetzt gerade. Ja, gut, danke, ich bin 24. oder so. Nein, 22. Hier der DRS. Naja. 7. Das geht in Ordnung. Das freut mich. Ja, ich bin 22. Nur weil ich aus dieser scheiß Kurve gerade rausgefahren. Ich freue mich drauf, dass die letzte Kurve war. Ja, das ist richtig traurig. Fast leid. Kein Problem. Nein, noch besser. Ich hab gerade meine Müller-Match getrunken, damit ich groß und stark werde. Ja, das muss ja auch sein. Ach, das war jetzt gerade Schleichwerbung. Ach, der ist traurig. Mit dem 7. Platz. Ach, komm schon. Mit dem 7. Platz muss man nicht traurig sein. Ach, meiner freut sich. Das glaube ich dir. Ich war ja davor nie 22. So behindert. Ach, das macht einfach Top 20 Platzierungen 0. So traurig. Okay. Ja, wir haben halt übrigens dafür jetzt auch mit China anfangen zu können. Also da, wo ich aufgehört habe, haben wir jetzt auch zwei Rennen privat schon gefahren und aufgehört. Da bin ich das erste Rennen Erster geworden und das zweite Elfter. Und Sven ist, glaube ich, 22. Nein, ich wurde einmal 22. und dann in dem einen Rennen war ich 21. Mein Lieber. Ja, das wird sich auch noch verbessern, aber ich bin sicher. Ich bin als 19. reingefahren, aber ich hatte eine Zeitstrafe. Ja, also ich bin dafür gefahren, war los. Warte mal, ich muss kurz gucken. Wie viele Runden haben wir denn? 14, glaube ich. Dann muss ich kurz. Also ich fahre bis Runde 6 weich und dann hart. Ja, wir fahren übrigens beide für Red Bull. Ja, genau. Das habe ich auch gerade eingestellt, weil ich hatte gerade 7 Runden weich und nee. Ja, das ist zu lang. Das halte ich auch nie durch. Ja, bei mir ist auch so auf den Stops, so wie sie Standard sind, meine Reifen, ich glaube, ich fahre nicht so reifenschonend. Die sind schon immer komplett kaputt, wenn ich dann in die Box fahre. Also 6 Runden ist schon. 6 Runden ist bei mir schon perfekt. Mehr aber ich habe ja auch noch nie DRS benutzt, weil ich wusste nicht, was die Tasse dafür war.
Da kommt jetzt der lustigste Teil vom Ganzen, würde ich mal behaupten. Na, was denn? Der Start. Glaubst du, in der ersten Kurve kriege ich, glaube ich, niemanden. Ja, das kommt auf jeden Fall mit ein paar Kurven. Ja, die erste Kurve ist aber auch schwierig zu überholen, muss ich sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich fand die Maschine scheiße. Ich habe bei Maschine privat gespielt, ich wurde einfach gedreht. Nein, Quatsch, das war letztes Mal, das war gar nicht schlimm. Aber die Kurve. Oh, die Kacke. Letztes Mal. Hier ist irgendjemand ein Geist. Hier ist jemand. Button ist. Was? Okay, Button ist gerade ein Geist gewesen, auf einmal nicht mehr und ist voll gegen mich gefahren. Oder ich gegen ihn, aber ist ja auch egal. Ich wurde gerammt. Ja, das ist echt heftig bei der Kurve. Ich bin 13. Ich bin immer noch auf meinem 7. Platz. Ich bin tatsächlich auf dem gleichen Platz, von dem ich gestartet bin. So wird's aber nicht mehr. Ich glaube, ich gebe immer ein bisschen zu spät Gas, wenn ich aus der Kurve rauskomme. Oh, ich hasse es, ne, wenn die KIs teilweise viel stärker bremsen als man selbst. Oh, das ist knapp. Oh, das tut mir gerade leid, Rosberg. Komm ich da leicht durch. Welcher Platz bist denn du? Der macht zu. Ich bin gerade 5. Und da komme ich um den 4. Platz. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich bin gerade 11, weil mich gerade wieder 2 Autos geholt haben. Ich war 9. So, jetzt bin ich 4. Oh mein Gott. Okay, ich bin 10. 11. 10. Was bin ich denn jetzt? Oh, da holt aber schon jemand richtig Abstand raus hier vorne. Ich sehe schon die ganze riesige Gruppe hinten nicht mehr. Ja, das ist schon nur ich, der die anführt. Ja, das ist ja schon was, wenn du die anführst. Das ist ja auf jeden Fall nichts Schlechtes. Oh shit, da rutsche ich gerade ganz schön. Oh Gott, diese scheiß Kurve. Sag mir doch jemand, dass das die ist. Okay, da wurde ich gerade überholt. Bin 11. Wieder. Na gut. Oh, da habe ich gerade zu stark gebremst. Klar, der trinkt mich ab, ist kein Problem. Habe ich gerade wirklich zu stark gebremst. Ja, krass. Ja, aber ich will eigentlich auch nur an den Massa rankommen, da ist egal. Weil ich die DRS bekomme. Aber DRS ist ja eh erste Runde 3. Von daher habe ich noch genug Zeit dafür, aber ich bin schon dran. Naja, nicht ganz dran, aber der ist halt so viel bekommen jetzt im Moment. Alter, ohne Witz. Okay, wenn das jetzt keine Abkürzung war, dann weiß ich auch nicht. Ne? Manchmal zählt er das nicht, das ist voll merkwürdig. Oh. Das war gerade knapp. Hatte ich gerade fast eine Komplikation gehabt. Was könnte ich sogar mal vor den ersten DRS gerade Chaos. Oh, shit. Ich bin ihm gerade wirklich in seinen Reifen gefahren. Aber ist nichts passiert. Alles gut. Das Problem ist, ich wünsche, ich hätte jetzt schon DRS, weil solange ich den nicht überholen kann, der mich auffällt, deswegen muss ich da jetzt auch vorbei, scheiß DRS, holt der erste und der zweite immer mehr Abstand. So, das ist der 3. Platz für mich selber. Boah, ich komm gleich wieder in diese scheiß Kurve rein. Hamilton und Alonso sind das, die sind auch mal wieder dieselben. Ja, Vettel und Webber sind jetzt natürlich nicht im Rennen, weil sie ihre Plätze angenommen haben. Weil sie einfach besser sind. Ich fahr grad mal diese lange Strecke und ihr seid ja schon immer. So, und ab jetzt geht's auch ohne Witz, diese Kurve verkriege ich aber immer wieder. Ich mag die überhaupt nicht. Oh, ich hatte sogar die schnellste Runde, das gefällt mir. Oh, die Kurve ist aber nicht die schnellste. Die Kurve. Bleib vor mir. Ja, ich bin da gerade extrem schlecht. Wir freuen uns alle für Markus, dass er die beste Runde hat. Ja, ich freue mich auch. Das Problem ist nur, dass Hamilton und Alonso schon ein ganz schönes Stück von mir sind. Aber mit Alonso auf dem ersten Platz ist nicht so realistisch momentan. Das hat ja in dieser Saison immer so gar nicht gehalten. Ich bin froh, dass ich in der 3. Runde immer noch auf dem 10. Platz bin und nicht auf dem 20. so wie immer. Kann man auch probieren. Ich finde, du machst das für die ersten Rennen ganz gut eigentlich. Und dafür, dass du mit Tastatur fährst. Richtiger Baum. Das ist der Wahnsinn. Ja, Tastatur ist auch nicht schwer. Das sind 4 Pfeiltasten und Q. Wo du Kers einsetzt. Ja, mach ich auch nicht. So, ich sollte DRS bekommen haben. Schauen wir mal. Also warte, DRS bekommt man irgendwie nur, wenn man eine Sekunde hinter dem Vordermann ist.
Ja, geil. Die Zeit liest du ja links oben immer. Ich krieg nie wieder die Hörer, hast du gesagt. Ja, ich hab's so. Aber ich werde nicht überholen können, aber ich werde dann hier rankommen. Und dann werde ich in der Stadt Ziel gerade schon wieder DRS bekommen. Ja, nicht wahrscheinlich, werde ich. Oh, ich habe ihn so in der Kurve gesucht. Aber dafür wird er jetzt DRS bekommen. Das ist ein ja, mein Hintermann hat die ganze Zeit DRS. Ja, das ist das Schwierigste zu verteidigen. Ja, nö, es geht, ich springe ja von der Vorbahn. Oh, ich habe DRS bekommen. Was? Warum denn? Ja, geil. Okay, der Hamilton ist trotzdem viel schneller. Oh, schon wieder rausgeflogen. Das ist ja ein Wunder. Ich hab wieder die schnellste Runde. Ist doch schön. Ja klar! Aber diese erste Kurve, ich kann die nicht. Ich kann die einfach nicht. Eine Kollision verschuldet. Strafe? Ich bin Elfter, das sehe ich nicht ein! Hast du eine Strafe bekommen? Denk nicht, hat mich schon geguckt. Okay, also noch eine Strafe bekommen, ist ja das mal. Das ist sogar schon Runde 4, ey. Wie schnell geht denn das? Das ist bei Boxenstoppzeiten. Du hast also recht. Momentan beide auf Weich fahren. Und ich denke mal, so wie jeder auf Weich fährt. Ich verstehe nicht, wie ab und zu, wie schnell die da raus beschleunigen können. Ups. Gerammt und überholt. Nicht meine beste Fahrweise. Wo ich auch das Problem habe, es ruckelt leicht. Keine Ahnung, warum ich das vorhin. Du, das ist bei mir aber auch so irgendwie. Die, das also das die waren die letzten Rennen nie. Es waren die letzten Aufnahmen nicht, es waren die letzten Rennen nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich mehr Programme offen habe. Das kann sein, dass beides zu viel ist. Das stimmt. Es sieht mir aber auch teilweise echt nach Internetrückgang aus mehr. Als ja, das ist für mich aber auch Oh ja, aber extrem. Der Alonso ist gerade bei mir völlig abgespastet. Scheiße. Ja, okay, das ist ganz klein. Irgendwo müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall werde ich beim großen Projekt das dann nicht schossen. Ich stehe fest. Ich mach das. So, ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem ersten Platz. Hä, ja, warum werden die denn ab und zu Geister? Bei mir war der Typ gerade in mir drin. Ein Geist ist man, wenn man zu viele Kollisionen verursacht. Ach so, ja, gut. Also bei den letzten Rennen, da hast du dich auf einmal gedreht und ich bin voller Kanne auf dich zugefahren und wärst du kein Geist geworden. Ich wäre so nicht reingefahren, dass wir beide zu Totalschaden hätten. Ja, okay, gut. Ich wurde gerade gedreht. Ich habe meine Flügel verloren. Oh, ja, wenn der rot ist, dann musst du in die Box. Du kannst damit nicht fahren. Also kannst du nicht ohne fahren. Einschränkung überholt. Okay, ich bin 20. Ich habe eine Kollision verschuldet. Was ist denn passiert? Genau. Es ist gerade der. Warte, welcher Platz war ich gerade die ganze Zeit? Ich war 10. Und dann hat der Elfte sich gedacht, oh, ich fahr mal in die Schreien, während du die Kurve nimmst. Und dann habe ich mich auf der Fahrbahn gedreht und dann wurde ich halt ein Geist, also bin durch durchgefahren. Und dann stand da, ich hätte eine Kollision verschuldet. Was aber nicht sein kann, weil ich finde das jetzt eigentlich richtig geil. Weil ich wurde, warum, also ich will eigentlich, dass ich jetzt Pluszeit bekomme oder sowas, keine Ahnung. Ja, das ist echt schade, das würde ich mir gerne angesehen. Ich hab gerade, das Lustige ist bei mir gerade, ich fahr kein Formel 1 mehr, ich drifte einfach um die Kurve. Ich weiß auch nicht, ich kann einfach nicht Reifen schon fahren, so aussieht. Wir sind direkt schon wieder komplett rot, komplett abgenutzt.